Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Im letzten Part haben wir hier unsere Menschensiedlung komplett aufgeben müssen. Es wurden bereits auch alle getötet. Ja gut, aber die sind immer noch zu doof, irgendwas zu regeln hier. Sollen uns aber nicht weiterhin stören. Ups. Die Stadt wird belagert. Ja doch. Allerdings haben wir jetzt das, was wir brauchen. Nämlich die Elfen. Wie ihr wünscht. Denn nur mit den Elfen schaffen wir es, irgendwas überhaupt hier reißen zu können. Holz haben wir zum Glück noch das ein oder andere von den Menschen. Ui. Das Bauwerk ist vollendet. Ja gut, okay, sind noch ein paar Goblins. Gut, Nahrung haben wir auch noch etwas. Aber was soll der Geist? Was soll der Geist? Boah, bei mir ist es gerade noch ein bisschen arg laut auf dem Ohr. Jetzt war es ein bisschen zu leise. So. Das Bauwerk ist schön. Vollendet. Und nun können wir hier einen Förster errichten. Den haben wir uns ja hier erst frisch gekauft. Und es kann wirklich nicht schaden. Oh, 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 oh. Schließt die Reihen! Nein, aus, böse, pfui. Haltet durch, Männer! Shit. Das ist ein Hinterhalt. Bleiben Sie zurück! Oh Gott. Halt aus, Junge. Schließt die Reihen! Sie sind überall! Oh, 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 oh. Aber wir können es anscheinend halten. Sehr schön. Puh, wir haben es irgendwie halten können. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Haltet durch, Männer! Oh Gott. Waffenkammer. Auf der Stelle. Zum Glück haben wir noch so viel Holz, ey. So. Das Wichtigste haben wir bis jetzt. Sägemühle. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn wir es sofort schon machen. Nein. Das gibt's nicht. Warte mal. Können wir jetzt schon die ersten Einheiten? Jawohl. Die ersten werden jetzt wahrscheinlich nur etwas Kugelfutter sein. Aber wir brauchen endlich so ein paar Kämpfer. Aber das Schlimmste haben wir hinter uns. Sehr schön. Puh, puh, puh. Ja gut, die hier, die kämpfen immer noch. In der Hoffnung, irgendwas ausrichten zu können. Und wir haben unsere ersten Elfeneinheiten. Sehr schön. Wohin soll ich gehen? Wachen. Mein Bogen für die Rune. Und die Weitläuferin. Stimmt ja, das bleibt ja alles gespeichert. Sehr schön. So. Deswegen war es echt nicht schlecht, dass wir schon mal mit den Menschen angefangen haben. Dann hätten wir es jetzt schon mal so weit zumindest. Die Rune ruft. Mehr Einheiten machen wir momentan noch nicht, ne? Ah, Stufe 8 Krieger, oh Gott. Ich würde fast schon sagen, den würde ich liebend gerne wegmachen. Warum kann ich die Hexe mal nicht nehmen? Die Stadt wird angegriffen. 5 und 6. Da würde ich eher sagen, da tue ich die Schützen raus. Tut mir furchtbar leid. Na gut, okay, diesen Angriff überlebt sie jetzt noch. Außer sie stirbt an sich schon. Es sind zu viele. Verstärkt die Deckung. Boah, da kommt ganz schön was ab, ja.
Na super, hinten ein Heiler. Also die werde ich jetzt gar nicht mehr heilen. Ne? So, der Heiler ist tot, sehr schön. Ist ja eigentlich Berserk oder Schlacht? Berserk, okay. Schön. Dann würde ich sagen, tut mir furchtbar leid, aber das brauche ich leider überhaupt nicht mehr. Schön, die Menschenhäuser sind anscheinend auch alle tot. Oh, wir haben einen Stufenaufstieg, ups. Ah, Mentalistin, ja passt ja. Ups, Moment. So. Gut, die Mentalistin, was bekommt die denn für Waffen? Übungsklinge. Ist doch viel besser, ja. Eventuell, und ein Donnerschwert, hui. Und das Donnerschwert hat das Geschwindigkeit 100, ja, nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das. Ja, gut. Die Stadt wird belagert. Naja. Waffenrock. Oder? Rüstungsklasse 12, 16. 16. Feindlicher Angriff! Die Stadt wird angegriffen. 13. Schlagt sie zurück! Ja, das müsste eigentlich soweit ganz gut passen. Verteidigt unsere Stadt! 8, wie? Für einen Helm nicht schlecht, für eine Mentalistin. Sonst das 8, sehr gut. Dasselbe. So, dann hier der Ring. Die Stadt Ring. Wird belagert! Sie hat ja Zauber drauf. Haltet durch! Weisheit und Charisma und Intelligenz und Charisma, sehr schön. Na gut, aber der hier hat irgendwie... Boah, der hat schon Brustpanzer mit 16, aber der hat noch keine Ringe ausgerüstet, was? Sie sind überall! Das war jetzt nicht besonders... Oh, toll. Wenn ich ihn gerade ausrüstet, dann stirbt er mir einfach zurück. Ah, die ersten Elfen sind auch schon gestorben, super. Das sind halt nur die Standardeinheiten, ne, was willst du machen? Dann bauen wir mal hier weiter. Ja gut, hier gibt es nicht wirklich Wild, ne? Die Stadt wird angegriffen. Aber hier oben gibt es Beeren. Braunbeeren, Eisbeeren. Ah, Mist. Na egal, Nahrung brauche ich jetzt. Eigentlich schon, ne, ich Depp. Verteidigt unsere Stadt! Ja, da klingt schon so total so, kein Bock mehr. Ist ja nur noch ein einziger hier, wo wir irgendwas machen. Die Stadt wird belagert. Da haben wir nämlich jetzt schon gecheckt, dass wir uns hier runtergestellt haben. Sie kreisen uns ein. So. Die Stadt wird angegriffen. Was soll ich tun? Stirb. Schön. Es sind zu viele. Auf meinen Befehl. Da hau ich doch gerade meine Heilung, eine Zone der Heilung rein. Zack. Und schön wieder alle aufgeheilt. Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Schöne Sache. Bereit. Von der alten Gruppe hat nur noch ein einziger gelebt. So. Was ist euer Begehr? Eile. Dorthin. So. Nahrungslager macht vielleicht nicht so viel Sinn, da wir keine Nahrung haben momentan, wo wir sammeln können. Weiter hinten, glaube ich, gibt es was. Das ist ein Hinterhalt. Da schaue ich gerade mal nach hinten, was da hinten ist. Da könnte was zu da könnte Nahrung sein. Verteidigt unsere Stadt. Nö, da haben wir gar nichts. Toll. Das hat sich gelohnt. Als nächstes versuche ich auf jeden Fall wieder die Menschen einzunehmen. Weil mit mehr Menschenarbeiter. Ja, sofort.
Auf der Stelle. Mit mehr Menschen. Mit mehr Einheit. Mit mehr. Was will ich jetzt sagen? Eine Ehre. Mit Menschen können wir dann nämlich einfach mal. Meine heilige Pflicht. Noch ein paar Nahkämpfer haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dann insgesamt 40 mitnehmen kann oder aber nur von einer. Von einer. Insgesamt ist alles gezählt wird. Deswegen. Ne. Aber sag schon, wir haben ja schon bis auf 50 nach oben gearbeitet. Also wir können auf jeden Fall schon die eine oder andere Elfe machen. Was? Wir haben kein Holz mehr? Na gut, bis der Förster soweit wirklich ist. Dauert es halt eine Weile. Wir können in der Zwischenzeit so ein neues Level aufbauen. Wir sind in Gefahr. Was haben wir denn für Zauber momentan hier? Okay, habe ich schon. Habe ich schon alle, okay. Das Bauwerk ist vollendet. Gut. Okay. Ja, weiße Magie. 39, Weisheit. So, mache ich mal weiße Magie heute nach oben. Geschicklichkeit ist nicht schlecht, wenn wir das weiter nach oben gesetzt haben. Dann treffen wir auch häufiger. Das Bauwerk ist vollendet. So, dann schaue ich gerade mal, ob ich mir selber was Besseres mal wieder ausrüsten kann. Nicht wirklich. Momentan sind wir am besten ausgerüstet, zumindest was der Helm angeht. Ich könnte mal das andere Zeug anschauen, aber nein, warum denn? Ui. Hat mehr Angriffskraft. Ich depp. Es sind zu viele. Aber ich glaube, wir können sogar ganz gut durchkommen. Ich meine, bis 30 Elfen. Ich glaube, bis viel mehr geht auch nicht mehr. Zu Befehl, verstanden. Was haben wir? Es sind zu viele. Boah, was ist das für 25? Die Hose werde ich nicht so schnell ausziehen. Sieht so aus, als wären wir momentan so gut aufgestellt, wie es geht. Rüstungsklasse 4, komm schon. Zack. Plus Weisheit und Charisma, also. Ja. Mein Bogen für die Rune. Kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Hat man eine schöne Aura der Heilung auf rein. Mein Kommando. Mein Bogen für die Rune. Schnell wie ein Pfeil. Danach werde ich dann hier nach oben laufen, weil die Gegner kommen ja sowieso nur von hier. Von. Na, stimmt, hier lang auch noch. Das ist halt der Orkposten. Da will ich sagen, weil die Gegner ja sowieso von hier oben kommen, mache ich es dann gleichzeitig so, dass ich diese Gruppe hier in zwei splitten werde. Das heißt, meine Kämpfer kommen dann einfach hierher, nach unten, und die Elfen, die 30 Stück. Was soll ich tun, Schwestern? Wo ich schon alle habe. Sehr schön. Bereit. Halten dann auf einfach die alles klar. Stellung. Verstanden. Weil die müssten das eigentlich halten hier können, ohne Probleme. Sofort. Und ja, die große Bedrohung ist schon abgewehrt. Sehr schön. Die Elfen können das hier wunderbar alleine halten. Alles. Mein Bogen für die Rune. Auf meinen Befehl. So. Sofort. Ich renne jetzt hier runter. Schnell! Und ja, die ganzen Gebäude sind jetzt natürlich alle zerstört, das ist natürlich nicht so toll. Und los! Aber wir können uns wieder Hilfe holen, durch die Menschen. Und sofort. Items einsammeln, die kein Schwein braucht. Und los! Das haben wir doch alle vermisst. Oh, die Mine steht sogar noch. Eisen ist halt wirklich knapp. Und das mittlere Haupthaus steht auch noch. Also. Ja. Folgt mir. Schnell. Das Problem ist halt einfach, mir fehlt das Eisen.
Ne, die Einheiten werden nicht geteilt. Sofort. Okay. Und los! Die Einheiten werden also geteilt. Ja, das ist natürlich doof jetzt. Verfügt über mich. An die Arbeit. Aber die Arbeiter bleiben. Na komm, Goblin. Na gut, aber jetzt haben wir natürlich auch stärkere Einheiten, ne? Ist ja klar. Vorher waren wir ja mega schlecht aufgestellt eigentlich. Ja. Fünf, so, also aber Holz soll es nicht mangeln. Fünf Stück gehen jetzt auf die Mine. Ah, die Schmiede steht sogar auch noch, sehr schön. Dann zwei. Drei. Bauen mal das Nahrungslager. Dieser eine hier. Warte mal, hab ich nicht. Hier oben gibt's Fische, ja. Fischerzunft kann ich leider noch nicht bauen. Dafür bräuchte ich noch, oder? Doch, Fischerzunft. Ach so, mir mangelt es am Platz. Okay. Dann bleibe ich da bei der Fischerhütte hier. Nahrungslager steht da gleich hier um die Ecke. So, und wir können wieder die Anfangseinheiten nehmen. Ich hoffe jetzt nur, von hier hinten greift keine Gegner mehr an. Wir reparieren schnell diesen Turm hier und schon können wir dieses Dörflein hier wieder aufbauen. Ich bräuchte noch die Rüstkammer. Ah, wartet mal. Ah, doof. Fünf Stück bauen jetzt hier noch die Schmelze hin. Dann bekommen wir mehr Eisen, weil das ist ja wirklich, wie schon gesagt, totale Mangelware. Dann mache ich gerade wieder ein paar weitere Arbeiter. So. Ich schätze jetzt einfach mal meine Kämpfer da oben halten die Menge von Gegner auf. Da vertraue ich denen jetzt einfach mal. Kommt hier wieder ein Gegner runter? Nein. Ich glaube, die denken, wir haben hier aufgegeben. Haben wir im Grundprinzip eigentlich auch. Aber psst. Wird sofort erledigt. So, die Rüstkammer hier noch her. Gehen wir's an. Die helfen mal schnell. So, die vier hier bauen jetzt noch einen. Na gut, Stein brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen mehr. Ja, momentan brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Ja, die Masse von Gegnern wurde gut aufgehalten. Wohin soll ich gehen? Sehr gut sogar, fast schon ein bisschen für meinen Geschmack zu gut. So, die helfen jetzt da noch alle mit. Ärmel hoch und los. Wenn ihr mehr Arbeiter arbeiten, desto schneller ist das Gebäude fertig. Und so langsam wird die Sache wieder. Der da kommt, ist die Rüstkammer fertig. Ja, okay, fast fertig. Gebäude wurde errichtet. So. Paladin würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne machen. Aber es ist das Aria, das mir fehlt. Halleluja. So. Landsknechte. Immer gut. Hier bekommen wir wieder ein bisschen was an Eisen raus. So, die bauen nochmal eine Schmiede, dann geht das schneller. Gehen wir's an! Einsatzbereit! Wobei die Landsknechte schon schnell genug rauskommen, eigentlich. Ja, vorwärts!
Nein, bloß nicht. Upsa. So. Die Lanzknechte sollen hierher. Errichtet. Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Erwarte euer Kommando. Marschbefehl. So, jetzt geht's doppelt so schnell, ne? Ja. Gut, die Arbeiter hier sind ein bisschen langsam. Ja, wobei das Eisen geht halt auch da schon zur Neige. Auf mein Zeichen. Aber wir haben es bald. Bah, Schiel ist. Bah. Schiel zieht sich einfach so Ewigkeiten. Aber die Basis haben wir wieder. Ging jetzt auch nicht wirklich allzu lange. Mit Betonung auf all. So, dann kommen hier noch ein paar Elfen hin. So, dann können noch mal 10 Landsknechte dazu kommen, wenn ich das Eisen dafür habe. Was wahrscheinlich lange nicht der Fall sein wird. Aber naja. Im allerschlimmsten Notfall muss ich dann halt einfach weitere Elfen machen. Ich meine, Landsknechte sind ja schon ziemlich stark und dann auch noch. Jawohl! Jetzt Stufe 5 oder 6, wie war das was? Stufe 5, ja. Stufe 5 Landsknechte gegen Stufe 3 Goblins und Stufe 4 Speerträger von den Orks. Oder Orks allgemein. Wenn wir das nicht packen, dann packen wir gar nichts mehr. Auch wenn die Gegner manchmal ziemlich stark sind. Fast schon etwas zu stark für meinen Geschmack teilweise. Aber was willst du machen? Joa. Ich würde fast schon sagen, ich tue die Elfen langsam aber sicher mal ein klein wenig weiter nach vorne stoßen lassen. Mein Bogen für die Rune. Los, Schwestern. So. Auf geht's. Was für eine Stufe haben die Elfen jetzt nochmal? 4. Okay, die sind schwächer als die Befehlt. Menschen. Eieiei, okay, die Gegner merken es. Für den Orden! Verstärkt die Verteidigung! Ja gut. Gebt das Zeichen! Die Gegner machen schon immer noch ganz schön Schaden. Nicht so gut. Runenkrieger, zu mir! Aber naja, früher oder später werden wir es schon hinkriegen. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern! In Windeseile! Die lasse ich jetzt diesen Weg hier entlang laufen. Seid auf der Hut! Ja, schon eine schöne Gruppe hier. Schnell wie ein Pfeil. Feinde! Zu den Bögen! Ja. Die Elfen haben schon ganz schön Power. Vorwärts, Schwestern. Na gut. Wenn hier welche hier. Da kommen, sofort. Dann machen wir es doch mal ganz kurz. Und los. Und greifen von der anderen Seite an, warum nicht? Mir nach. Ich meine, genug Kämpfer haben wir ja bereits. Bleib standhaft. Ja, also seht ihr schon. Stärkere bereit. Einheiten machen schon etwas aus. Was wünscht die Rune? Gebt das Zeichen. Ja. Auf mein Kommando. Wenn das so weitergeht, haben die Gegner gar keine Chance mehr. Aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich höre.
Oh! Ui, Gunther, Torme! Torme, und es ist keiner gestorben. Wow. Silberpanzer und Amethyst. Ah je, hoffentlich ist der jetzt so schlau und greift und macht's zu von Befehl, da unten. Verstanden! Nee, scheinbar nicht. Wird sofort ausgeführt. Boah, aber dass die alle überlebt Elend haben. Sehen. Alle 35, das ist krass. Schade eigentlich, dass ich jetzt nicht gesehen habe, dass der hier gestorben ist. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern. Aber ja, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier an dieser Stelle hier. Auf meinen Befehl. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit von der Partie. Und dann geht's hier in dieses Lager rein. Bis dahin. Okay, es geht doch nicht in dieses Lager rein. Das will ich gar nicht mal sagen. Es geht nicht in dieses Lager rein. Und los! Sie kreisen uns ein! Ja. Trotzdem wird es im nächsten Part hier interessant werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit von der Partie. Ja, das sind eindeutig ein paar zu viele. Oder? Nee. Es geht eigentlich noch. Muss ich mal schauen. Also, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye.